3-Punkte-Sieg gegen Straubing. Philipp, erzähl uns ein bisschen, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, es war ein kämpferisches Spiel heute. Es war ein wichtiger Sieg für uns heute. Und wie du gesagt hast, es waren ganz wichtige 3 Punkte für uns. Und jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen näher an den Playoff-Plätzen sind. Das Powerplay ist im Moment nicht besonders erfolgreich, aber es sieht zumindest noch gut aus, wenn man das so sagen kann. Gebt ihr da die Hoffnung nicht auf, beziehungsweise ist es, dass es trotzdem flüssig läuft, zumindest ein Punkt, an dem man sich ein bisschen festhalten kann? Ja, mit Sicherheit. Im Moment ist es nicht so gut. Wir haben, ich glaube, dieses Jahr noch nicht ein einziges 5 gegen 3 oder 4 gegen 3 Tore geschossen. Und das sind natürlich diese Momente, die man im Spiel braucht, wenn man die Chancen hat. Und das kann man ein Spiel drehen für uns. Und wir arbeiten jede Woche dran und ich hoffe, irgendwann geht einer mal rein. Es war jetzt in den letzten Spielen oft so, dass ihr wesentlich mehr Strafen genommen habt als der Gegner. Heute war es komplett umgekehrt, in einem emotionalen Spiel habt ihr die weniger dummen Strafen genommen, wenn man es denn so sagen kann. War das heute ein Faktor? Habt ihr euch das vorgenommen, ruhig zu bleiben gegen Straubing? Ja, wie du gesagt hast, wir nehmen teilweise sehr dumme Strafen. Fouls teilweise und es ist nicht passiert. Wir haben gespielt in der Zeit sehr gut, aber es kostet natürlich auch Kräfte und wir müssen halt ein bisschen klüger da werden in der Hinsicht. Und wenn wir umso weniger Strafen nehmen, umso frischer sind wir dann natürlich auch am Ende des Spiels. Und im Moment klappt es so, Strafen noch. Und wenn wir das dann abstellen können, denke ich, dass wir nochmal ein bisschen frischer sind dann. Der Coach hat gesagt, ihr wart im Schlussdrittel das Team mit den besseren oder den frischeren Beinen. Ist euch das auch so gegangen oder hat sich das so angefühlt, dass ihr eigentlich die Oberhand hattet zu dem Zeitpunkt? Ja, es ist schwer zu sagen. Wir haben zum Glück 3-2 geschossen, dann muss Straubing natürlich aufmachen, kommen und dann machen wir das 4-2 natürlich auch und da war das Spiel dann vorbei. Und wir haben im Moment einen sehr starken Torwart, muss man dazu sagen, mit Danny. Hält natürlich auch mal heute einen wichtigen Alleingang gehalten dann natürlich. Und das sind so Momente, halt, die Mannschaft dann wieder aufweckt und im Moment ist es dann zum Glück, machen die halt Spaß. Gegen Krefeld hat es beim letzten Spiel, als ihr in Krefeld gespielt habt, dieses sehr ärgerliche 6-5 gegeben, beziehungsweise 5-6 Niederlage aus eurer Sicht. Wie geht ihr jetzt an das Spiel am Sonntag ran? Ja, Krefeld ist absoluter Topfavorit, also was jetzt Topfavorit, aber Krefeld ist absoluter Favorit, wenn die hängen kommen, dann sind im Moment spielen die super Hinrunde bis jetzt. Wir müssen genauso spielen, wie wir in den letzten 8 Spielen gespielt haben. Wir haben jedes Mal gepunktet, zum Glück voll da sein, konzentriert sein, wenig Strafen machen und hoffentlich kommen ein paar Fans in die Halle und unterstützen uns natürlich auch. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor für uns, das peitscht uns immer nach vorne. Und es geht nur um einen Kampf im Moment bei uns und im Moment läuft es zum Glück. Alles klar. Hast du denn die Chance, ein bisschen Weihnachten zu genießen jetzt in den nächsten paar Tagen? Ja, ich will jetzt morgen nach Düsseldorf fahren, zu meiner Familie, dort feiern mit ein paar Freunden noch. Und dann geht es aber auch schon wieder am 25. los für uns. Mit der Vorbereitung. Alles klar. Viel Spaß.